In diesem Video möchte ich euch zwei coole Modifikationen vorstellen, mit denen fast richtige Autos und Kinderfahrräder hinzugefügt werden. Beginnen wir zuerst mit einer Modifikation, die von Merriman Zimmer erstellt wurde. Mit dieser erhaltet ihr insgesamt zwei neue Autos für euer Spiel, einmal mit, einmal ohne Scheiben. Diese kleinen Golfkarts basieren zwar auf dem Prinzip der Fahrräder und benötigen auch die Ani-Uni-Erweiterung, allerdings sind die Reifen hier wie bei einem richtigen Auto aufgebaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese, falls es sie nochmal im Spiel geben sollte, eigentlich ähnlich funktionieren werden. Vermutlich wurde mit den Fahrrädern allgemein schon irgendwie ein Grundstein für das Autosystem gelegt. Ich bin wirklich gespannt, wie diese mal umgesetzt werden. Weiter hat MSQ Sims eine kleine Mod erstellt, mit der jetzt auch Kinder die Fahrräder nutzen können. Leider werden die Beine etwas gestreckt, aber das fällt eher nicht so stark auf. Auch hier frage ich mich, warum die Entwickler hier keine Kinderfahrräder in die Erweiterung gepackt haben. Beide Modifikationen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Werdet ihr euch die Mods herunterladen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.